Bester Startplatz der Saison. Zwar noch nicht das allerbeste Qualifying, aber immerhin doch schon mal ein Anfang für mögliche Punkte. Und damit hallo allerseits und willkommen hier zum Rennen des Großen Preises aus Österreich. Der 10. Platz ist also geworden. Wir können die Reifen nicht frei wählen. Naja, dafür eben ein Platz weiter vorne, als man hätte denken können. Platz 13 Australien, Platz 12 Malaysia und hier nicht Platz 11, nein Platz 10. Wir schauen einfach mal nach. Hamilton, Rosberg, Vettel, die ersten drei. Dann Alonso, Ricciardo, Räikkönen, Massa, Button, Hülkenberg und dann kommen wir. Magnussen, Perez, Quert wären die restlichen, sollten wir eigentlich vernachlässigen können. Wobei, die Lotus haben ja schon mehr Punkte, also zumindest Grosjean als wir. Und in Österreich haben die bisher keinen schlechten Eindruck gemacht. Aber zur Sicherheit, auch wenn ich es nicht vorlese, zeige ich euch nochmal die restliche Startaufstellung. Wir haben also 36 Runden zu fahren. Massa war 2,5 Zehntel vor uns. Dann schauen wir einfach mal nach, wie viele Stops die härtere Reifenmischung aufziehen, ne? Drei schlägt er uns vor, okay, das habe ich irgendwie schon befürchtet. Die weicheren können wir 7 Runden benutzen, die haben wir schon angefahren, diese hier, aber dreimal, die halten 9 Runden. Oh, halten die wirklich bloß 9 Runden? Dann würden wir hier auf den letzten 10 Runden fahren. Ich schau mal kurz, was ist, wenn ich hier auf die weicheren gehe? Dann müssen wir hier 7, dann 9 Runden. Ich mach mal 10. Dann kommen die weicheren drauf, die halten 7 bzw. 8 Runden, also 24. Ja, Maximum 24 und dann nochmal 12 Runden auf den härteren. Aber dreimal hart. Oh Mann, das graut mir jetzt schon. Vielleicht doch keine Punkte. Was mache ich denn? Wir wissen ja aus der letzten Runde mit dem McLaren, dass die Strategie auch bei 3 Stops stand. Da habe ich ja erst gedacht, hey, macht die KI vielleicht 2 Stops und wir müssen hier einfach schnell genug sein mit den frischeren Reifen. Nein, das war dann nicht so. Weich, hart, weich, hart. Was mache ich? Ich weiß, was ich mache. Ich mache hier die härteren. Hier, Reifentyp, die weicheren. 7, 17, dann 27, dann würden wir noch 9 Runden auf den weicheren fahren, sagt er uns zwar, die sind abgefahren, aber vielleicht kann ich ja beim ersten gewechselten Reifensatz oder beim zweiten eine Runde hinauszögern. Also ich werde es mal so machen, ich werde jetzt natürlich auf weich starten, können wir ja gar nicht anders, dann auf hart fahren. Und dann schaue ich einfach mal, wie die Reifen wirklich halten. Kann ich vielleicht da schon eine Runde hinauszögern? Oder beim zweiten Mal? Oder halten die weicheren Reifen doch länger? Wenn das bei Runde 26, 27, wenn wir eben reinkommen sollen, die 27 natürlich nicht der Fall sein sollte, kann ich ja immer noch sagen, hey, Renningenieur, wir nehmen doch die härteren. Deswegen würde ich das erstmal so machen. So haben wir noch alle Optionen. Am Ende vielleicht die weicheren Reifen oder eben nicht. Versuchen wir es mal so. Wir müssen uns auf jeden Fall die 7, die magische 7 merken. Ha, wir haben hier die 77 als Startnummer hier von Valtteri Bottas. Und dann müssen wir einfach mal schauen, was jetzt so möglich ist. Also das kann wieder sehr interessant werden, das Rennen. Malaysia lief hier soweit schon ganz gut. Der letzte Stint, ja, der hätte besser sein können. Und vielleicht werde ich mich gegen Massa durchsetzen können. Wir schauen einfach mal. Also ich bin da irgendwie ganz interessiert und gespannt, was hier so passieren wird. Wir haben natürlich herrlichsten Sonnenschein bei leichter Bewölkung. Das Wetter wird sich nicht ändern, das kennen wir ja schon. Hamilton und Rosberg natürlich 1 und 2. Massa aber in Schlagdistanz und euch wünsche ich mal wieder ein schönes Rennen. Oh Mann, ich bin gespannt, wie das hier enden wird. 36 Runden und wir haben schon eine Runde weniger im Tank. Oh, wir kommen schon mal sehr gut weg. 2 können wir gleich direkt am Start überholen. Super. Oh, hier wird's eng. Ja, leicht angeschubst, den Kimi. Oh, jetzt zu viert hier nebeneinander mit Massa. Räikkönen lässt ab. Platz 5. Nee, jetzt noch auf Fett fahren. Noch ein Stück. Oh, 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 wieder reinbremsen. Etwas weit raus, aber niemand mitgenommen. Obwohl, das ist Mercedes. Der hält uns fest, der hält uns fest. Ich habe mich an den Mercedes geklammert.
Ja, die KI wieder sehr früh auf der Bremse und ich dann einfach mal wieder reingestochen. War das soweit noch fair, wage ich jetzt einfach mal nicht zu beurteilen, denn so viel habe ich da gar nicht gesehen. Ich habe mich einfach darauf konzentriert, dass ich die Kurve so gut wie möglich erwische. Jetzt die Frage, wie schnell kommen wir wie gut mit den Reifen zurecht? Und wie lange halten die überhaupt? Oh, voller Tank fährt sich natürlich ganz anders als auch im Qualifying. Alonso versucht es schon. Oh, da fährt schon jemand rein. Frontflügelschaden, da fährt jemand in die Box. Danny Ricciardo. Ah, den haben wir doch gar nicht berührt, oder? Der muss auf jeden Fall schon die Nase wechseln. Nehme ich jetzt einfach mal an. Einen Plattfuß wird er wohl nicht haben. Oh ja, dritter Platz wäre super. Die beiden Mercedes sind vor uns. Die werden wir mit Sicherheit nicht einbekommen. Mittlerweile schon Optimum. Jetzt haben wir Freifahrt, das kommt uns vielleicht zugute. Wir müssen einfach schauen, dass wir wirklich vor Alonso bleiben und eben mit den Reifen haushalten können. Ich schätze mal, die KI wird zweimal hart fahren und wir müssen vielleicht dreimal hart gehen, weil der Williams, wissen wir ja, ist ja ein Reifenfresser. Na, jetzt hier nicht zu weit rauskommen, das wäre fatal, da kann Alonso vorbeischnipfen. Neues Wort, schnupfen. Massa auf Platz 6, oder? Ja, auf Platz 6. Jetzt können die Verfolger DRS verwenden. Oh, die erste Kurve klappt hier bisher wunderbar auf Standard mit dem schweren Fahrzeug. Es war im Qualifying das ein oder andere Mal noch etwas anders. Und Alonso hat gerade selbst nach hinten zu tun. Absolute Bestzeit, erster Sektor. Ja, der sollte uns liegen. Aber dann Sektor 2 und 3, da verlieren wir kontinuierlich ein Stück, weil eben fehlender Abtrieb. Und der ist da besonders gefragt, besonders eben in Sektor 2. Die beiden Mercedes, die bekappeln sich gleich, das sehen wir ja. Sehr nahe beieinander, Rosberg und Hamilton. Ah, untersteuern deswegen der vierte Gang, um eben mit dem Heck entgegenwirken zu können. Ja, ist die Frage, wie sehr wird Alonso da eingebremst, weil er sich verteidigen muss? Wäre ja etwas früh. Und Massa kommt schon mal an die kleine Gruppe heran und wir haben noch einen gewissen Sicherheitsabstand zu denen. Ja, jetzt schlechter, weil die erste Kurve war nicht so astrein. Ja, wir kommen etwas näher an Rosberg gefühlt, wenn ich jetzt mal auf die Karte schaue beim Rausbeschleunigen. Kann ich mich aber auch irren. Rosberg musste aber etwas abreißen lassen zu Hamilton. Haben die sich schon duelliert und Rosberg hat einfach den Kürzeren gezogen? Kann natürlich sein. Massa bleibt weiterhin dran an den beiden direkten Verfolgern hinter uns. Die Strecke macht aber auch verdammt viel Spaß, so zu fahren. Richtig schön schnell und der Williams liegt bisher ziemlich gut mit diesen Reifen. Ja, Massa versucht sich da an dem Verfolger von Alonso. Keine Ahnung, wer das ist. Etwas zu weit. Da habe ich es mit dem ersten Gang einfach probiert, die Kurve zu bekommen. Einfach mal schön das Deck kommen lassen.
4,2 Sekunden war das mal mit dem Rückstand auf Rosberg. Aber der wird ja auch gerade eingebremst und die Kurve kann ich schon mal vergessen. Eieieiei, Chance des Alonsos. Aber er ist noch hinter uns. Hat natürlich eine Menge Zeit gekostet, aber zum Glück sind die hinter uns geblieben und wir haben keinen Unfall verursacht. Aber jetzt kleben die uns natürlich am Arsch und Massa musste abreißen lassen. Interessant. Ja, Reifen sind noch etwas dreckig, das merkt man noch. Und jetzt Alonso mit DRS. Kommt Massa wieder ran. Oh, 2,3 Sekunden. Ich schätze mal, Alonso wird zweimal nur auf Hard gehen, wenn überhaupt. Nur wann ist die Frage? Kommt der zwischendurch mal vor uns? Na, alle sehr eng beieinander. 6, 7 Autos, oder? Wir hier und dann eben eine größere Lücke. Jetzt nicht nochmal das Ganze wiederholen. Kann ich getrost sein lassen. Ja, sieht man schon mal eklatanter Vorsprung im Vergleich zur letzten Runde. Eklatant, was habe ich gesagt? Eklatant hat er. Ne, irgend sowas ähnliches. Oder vielleicht lag ich ja doch richtig. Oh, abkürzen. Ja. Das nimmt er hier und eben auch in der nächsten, in der ersten Kurve immer sehr streng, aber auch zurecht. Boxenstopp schon. Sieht noch gar nicht so schlimm aus, aber ich könnte mir vorstellen, wenn wir... Oh, schon wieder abgekürzt. Wenn wir jetzt weiter draußen bleiben, bekommt Massa eben Probleme, wenn er in der nächsten Runde reinkommt. Ah, ist aber auch verzwickt, dass wir hier nicht sagen können, ey, her, Leute, wir wollen eine Runde eher reinkommen, macht das mal mit Massa irgendwie klar. Die Option gibt es hier leider nicht, das hätte ich dann auch schon in der Runde davor ansagen müssen. Aber das ist ärgerlich, weil aktuell sieht das noch mit den Reifen so aus, dass wir eine Runde länger fahren könnten und das kommt dann uns eben mit dem letzten weicheren Reifensatz entgegen. Schade, diese taktische Möglichkeit gibt es nicht. Ja, ich würde gerne noch mit den Reifen länger draußen bleiben, aber ich glaube eben, dann würde ich Massas Rennen zerrütteln, richtig an die Wand fahren. Ich fahr mal rein. Und wehe, Massa, du kommst in der nächsten Runde nicht rein, ey, da sage ich dir was. Oh, da kommt unser Verfolger mit rein, interessant. Alonso möchte auch. Was für Reifen bekommt jetzt Alonso drauf? Die härteren, das würde ich mir jetzt wünschen. Ne, die weicheren. Wenn er jetzt die weicheren... Nein, wir müssen stehen bleiben. Warum denn? Der war doch hinter uns. Ach Mann. Ja, rankommen. Oh, da kommt jemand noch. Der schiebt sich noch zwischen uns. Oh Mann, das wird eng. Das wird jetzt interessant werden. Ein Zweikampf mit einem McLaren. Vielleicht können wir das ja nutzen. DRS ist weg. Reingebremst, jetzt kann er natürlich rausbeschleunigen. Oh nein, der lachende Dreck, da ist Magnussen. Aber wir haben immerhin Alonso. Das war mir jetzt wichtig in dieser Situation. Magnussen muss ja nochmal rein, aber Magnussen freut sich. Fürs Erste. Das kostet jetzt alles Zeit für die Verfolger, die jetzt eben noch in die Box müssen. Ein beinhartes Manöver in der Kurve da oben beim Bergauf anbremsen. Aber soweit fair. Und Magnussen, ja, es gab ordentlich Action zu dritt. Wie liegen jetzt diese weicheren, härteren Reifen? Insgesamt dann eben die weichen, die Soft-Reifen. Da kommen die nächsten. Was macht Massa? Massa ist drin. Na, ein Glück für ihn. Ja, die Kurve war nix. Oder kommt jemand raus? Oh, Hamilton, wie kommt ihr denn so weit hinter? Macht das nur der Undercut? Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir den bekommen, aber Massa ist vor uns rausgekommen. Was ist denn hier los? Mal kurz andeuten. Hallo, Massa, hier bin ich.
Aber warum hat Hamilton jetzt so viel verloren und warum hat Massa so viel gewonnen? Durch die Aktion mit Magnus und Alonso? Aber ein sehr interessantes Rennen bis hierher. Massa hängt hinter einem Marussia und ich glaube, der war eben noch nicht drin. Muss er ja. Überrundet werden jetzt schon, es wäre zu früh. Ist die Frage, wo liegt Rosberg? Vor uns oder hinter uns? Von die Mercedes hatten so einen riesen Vorsprung auf uns. Der fährt rein und wir kommen ran. Wir kommen ran, oder? Aber DRS funktioniert nicht. Mann, das brauche ich doch jetzt. Wir könnten zwar sowieso nicht überholen, aber wichtig wäre es trotzdem. Nein, Abtrieb fehlt. Hamilton kommt ran. Optimum, gut. Hamilton klebt. Aus, du ab. Wieder kein DRS hier. Hier ist zwar auch schwierig zu überholen, aber jetzt haben wir kein DRS, wenn wir es mal einsetzen könnten. Da vorne kommt wieder jemand zum Überrunden, oder? Aber den Windschatten spürt man schon. Und wir kommen näher ran an Massa. Na, Dreck fressen ist blöd. Hamilton hängt uns weiterhin am Arsch und wir jagen Massa. Muss ich wieder aufpassen, der mangelnde Abtrieb im Windschatten, der kann mir zum Verhängnis werden und dann kommt vielleicht Hamilton vorbei. Und DRS funktioniert auch mal wieder, jetzt kommt nämlich Hamilton an. Oh, Massa bremst aber früh. Was ist denn hier los? Warum bremst Massa so früh? Aber jetzt bekommen wir ihn. Und Alonso kommt da auch noch an. Hier geht's ja heiß, ja. Was für ein Rennen, das bisher spannendste. Und ein Lotus auf Platz 3. Vorübergehend. Und Massa weiterhin hinter uns. Ich habe ja gesagt, die Lotus sind nicht schlecht und vielleicht könnt ihr was mit der Strategie reißen. Aber der ist schon verdammt langsam hier. Na und mit uralten Reifen. Wir kommen hier super ran mit Windschatten. Und auch noch vorbei. Kommt er jetzt rein oder macht er noch den Bremsklotz hinter uns? Er fährt weiter, aber ich verliere hier im fünften Gang zu viel Abtrieb auf der Vorderachse. Grosjean weiterhin hinter uns. Und wir haben immer noch kein DRS. Zweimal haben wir schon abgekürzt und jetzt erstmal wieder etwas Ruhe. Vettel führt aktuell. Okay, vor Rosberg. Puh, das waren ja richtig spannende Runden. Jetzt mal wieder etwas Ruhe bewahren. Etwas runterkommen. Massa jetzt auf Platz 4 hinter uns. Runde 17 sollen wir reinkommen. Bisher sehen die Reifen noch wunderbar aus. Auch wenn die hier schon etwas mit Rutschen beginnen. Na, endlich. In der zwar entscheidendsten Phase hatten wir es nicht, aber wir sind auch so vorbeigekommen. Das spricht vielleicht irgendwie für uns. Aber warum Massa da auf einmal so langsam war nach der ersten Kurve oder in der ersten Kurve? Keine Ahnung. Oh, wie geil sich der Williams gerade fahren lässt, Mann. Das ist ja herrlich. Benzin Optimum ist die Frage, sparen wir schon mal, damit wir vielleicht später Reserven haben, wenn es wichtig ist?
Massa hat gerade einen ganz guten Vorsprung auf seinen Verfolger und er jagt uns jetzt mal. Ich werde mal auf Marga gehen. Ich möchte meine kleine Reserve für den Fall der Fälle anlegen. Oh. Wenn man da nicht wirklich auf der Ideallinie fährt, verliert man schnell den Grip. Und es trägt einen in der Kurve hinaus. Wir sind ja schon einmal ganz schön stark widerfahren. Aber Alonso konnte es ja nicht nutzen. Ja, Vorsprung vergrößern kann nicht schaden. Kann nicht schaden. Passt noch hier auf den längeren Geraden, lasse ich mal auf Standard. War zu früh gebremst. Da war ich gerade in Gedanken irgendwo anders. Aber lieber zu früh als zu spät. In so einer Situation, wo wir nur verfolgt werden. Oh, die Verfolger kommen gar nicht richtig hinterher. Massa hat eine riesen Lücke auf den nächsten hinter sich. Und wir haben zwar noch nach vorne eine riesen Lücke, aber Platz 3 ist schon mehr als genug. 14 Sekunden, nach vorne geht wohl nichts mehr. Also plus eine Runde jetzt in Sachen Sprit. Ja, plus eine Runde. Sekunden langsamer als unsere bisherige schnellste Rennrunde, aber die Reifen sind alt und sind auch die härteren. Aber es läuft gerade richtig gut für unser Team. Platz 3 und Platz 4, das wäre ja ein Ergebnis. Aber das Rennen ist noch lang. Wie kommen wir mit den Reifen aus? Können wir nochmal auf Weich gehen oder gehen wir einfach zur Sicherheit dann nochmal auf Hart? Das wird sich alles noch zeigen. Na, hier habe ich wieder etwas verloren auf Massa. Runden haben wir noch zu fahren. Noch nicht mal die Hälfte. Und ist schon so viel passiert in diesem Rennen. Und gerade haben wir mal eine Ruhephase. Muss ja auch mal sein. Der Heißluftballon klickt immer noch da oben an der Luft. An der Luft, in der Luft. An der gleichen Stelle. Das Auto wird immer leichter, die Reifen immer älter. Wir erreichen hier beim leichten Bergabfahren auch eine höhere Geschwindigkeit als noch ein paar Runden zuvor. Aber Massa fährt gerade auch langsamer, also wir fahren beileibe nicht wirklich am Limit. Aber Massa kommt nicht wirklich hinterher. Also er hat wieder etwas verloren und da vorne die Horn ab. So, mal kurz am Ohr kratzen. Auch mit Kopfhörern auf. Da kommt gerade jemand raus. Ja, ich werde einfach mal reinfahren, obwohl die Reifen noch super sind. Massa ist in der Box, oder? Massa ist weg. Jetzt wäre eine Ansage wichtig hier. Massa ist in der Box, aber die bekommen wir nicht vom Renningenieur. Ist Massa in der Box? Ausgeschieden ist er mit Sicherheit nicht, denn wir haben immer noch 22 Fahrer am Feld. Bleibe ich jetzt eine Runde länger draußen oder kommt dann eben... Oh, Vettel ist hinter uns.
Oder kommt dann eben Massa vorbei? Ich würde ja gerne mal noch eine Runde länger fahren. Aber was macht Massa jetzt? Freie Fahrt und frische Reifen? Und Vettel kann seine Reifen gerade nicht ausfahren, weil er uns vor der Nase hat. Also ich werde jetzt mal reinkommen. Ich möchte einfach mal schauen, was Massa in der einen Runde gut gemacht hat, um vielleicht beim letzten Stop dann eben abzuwägen. Ich fahre jetzt rein. Na mal schauen, wir haben erstmal unseren zweiten Boxenstopp. Ich bin mal gespannt. Beim ersten Mal haben wir Alonso vorbeilassen müssen. Es will gerade nur ein anderes Team Reifen wechseln. Jetzt kommen die alle vorbei. Hinter uns ist jemand in der Box. Wir haben wohl freie Fahrt. Oh, leicht touchiert. Na, da ist Massa. Eine Runde länger, das wäre vielleicht zu viel gewesen. Wer weiß das schon? Massa ist auf jeden Fall weiter an uns dran. Und was machen die anderen jetzt mit der freien Fahrt? Wer ist eigentlich auf welchen Reifen unterwegs? Das konnte ich noch gar nicht so wirklich anschauen. Solange ich nicht weiß, wer jetzt wann wie reinkommt, fahre ich nochmal auf Standard. Die Reifen sind sowieso gerade frisch. Eine Runde haben wir über. Hülkenberg liegt vor uns. Und schnellste Rennrunde jetzt von Vettel, wo er die freie Fahrt endlich hat. Abgekürzt, aber ich bin vom Gas gegangen. Ah, dreckige Reifen, der linke äußere, doch abkürzen gewesen, Mann. Hülkenberg weiter vor uns. Wir haben, glaube ich, einen Platz gewonnen, ne? Wer war denn der Neunter? Massa bekommt auf jeden Fall von hinten Besuch. Wer ist das denn? Jemand, der schon in der Box war oder nicht? Das können wir alles nicht nachvollziehen. Wir bekommen hier keine passenden Informationen. Von daher fahren wir einfach so schnell es geht und schauen, wo wir am Ende landen. Na, das äußere Rad wieder dreckig, das ist blöd. Schon wieder. Mann, jetzt ist gerade etwas der Wurm drin. Massa kommt näher. Da ist jemand in der Box. Da vorne ist Räikkönen. Ne, Hülkenberg. Dann war Räikkönen vielleicht gerade in der Box. Okay, dein Vordermann scheint sich jetzt von dir absetzen zu wollen. Er nutzt die volle Drehzahl. Maximale Leistung. Ist da, glaube ich, gerade Hamilton hinter Massa? Das sah ziemlich grau aus. Im Rückspiegel. An Hülkenberg kommen wir schon mal ran. Ich schätze eben mal, der hat ältere Reifen. Wie lange kann sich Massa womöglich vor Hamilton halten? Na, die Runde war wieder voll in Ordnung. Da wieder zwei an der Box mit Hülkenberg, Maldonado. Sieht aus, als wäre Maldonados nächster Stint kürzer. Er fährt jetzt die weicheren Reifen. Okay, und wer ist da vorne jetzt rausgekommen? Immer noch Hülkenberg, okay. Wir sind fast wieder auf unserem Platz vorm Boxenstopp.
Massa hat weiterhin nach hinten zu tun. Da haben sich jetzt zwei Wagen angesiedelt und da kommen noch zwei weitere an. Gefühlt kommen wir auch Nico Hülkenberg näher. Müsste ich mal auf die Zeit achten, aber am liebsten fahre ich einfach so schnell es geht und ja, achte nicht auf sowas. 4,0, vielleicht schaue ich ja irgendwann mal wieder drauf. Aber der muss ja sowieso noch in die Box, von daher gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir hier keine Strafe kassieren, weil ich einfach mal unaufmerksam fahre, wenn ich mir die Zeiten anschaue und dann eben mal wieder abkürze. Immer noch 4-0. Massa hat weiterhin verloren und hat jetzt drei Fahrzeuge hinter sich. Na, da wollte das Heck mal wieder rum und Massa hat richtig zu tun. Deswegen können wir uns gerade etwas mehr absetzen. Aber in den Kurven kann man hier nicht überholen, wenn dann eben am Ende einer Geraden und der Williams hat ja einen ganz guten Motor. Hülkenberg auf gleicher Wellenlänge mit uns. Na, ja, die Hinterreifen schon wieder, aber eine Runde noch über, das wollte ich eher nachschauen. Da ist jemand an der Box. Und es war Hülkenberg, nur noch Perez vor uns. Die Force India als Reifenschoner. Das Gegenstück zu unseren Williams etwa. Massa muss weiter abreißen lassen, aber hat gerade etwas Vorsprung. Vielleicht hat sich ja sein Verfolger mit den dahintern in der ersten Kurve duelliert und musste deswegen abreißen lassen. Freut mich für Massa, hat er immerhin weniger zu tun. Und vielleicht kommt das ja unserem Teamergebnis entgegen. Daran denke ich eigentlich. Klar, kann Massa uns wieder einholen, wenn er jetzt etwas mehr freie Fahrt hat, aber ich glaube, er bekommt schon wieder von hinten zu tun. In etwas mehr als drei Runden kommen wir schon wieder rein zum Boxenstopp. Warum der dritte Gang? Gute Frage. Hinterreifen natürlich mehr gefragt als die Vorderreifen. Und da war, glaube ich, gerade Perez drin. Da war jemand in der Box und das war kein Abkürzen, oder? Nee. Ja, wir sind wieder Dritter. Rosberg Zweiter und Vettel weiterhin Erster. Also die Force India haben ganz schön lange warten können. ...21,895 Sekunden Vorsprung. Nach 24 Runden, aber wir halten uns gegenüber unserem Teamkollegen ganz schön gut. Dann werde ich vielleicht, soll ich Benzin mal wieder sparen? Aktuell haben wir einen ganz guten Vorsprung, vielleicht kann ich ja die eine Runde mehr rauskitzeln. Oder ich fahre sowieso dann nochmal auf den härteren. Oh, das war schlecht, das war sehr schlecht. Aktuell würde ich eher zur Sicherheit auf die härteren Reifen nochmal gehen für das Ende. Jetzt wo wir eben einen Vorsprung haben und dann haben wir eben nochmal 9 Runden, nicht 10 Runden auf den härteren, wäre aktuell so meine Vorgehensweise. Kann ich ja schon mal einstellen. Dann nochmal die härteren. Weil wir sind ja sowieso gerade vorne. Warum nochmal auf die Weicheren gehen, wenn wir mit denen sicher durchkommen?
Die kommen auf jeden Fall wieder etwas näher nach dem Fehler in der letzten Runde. Da vorne ist bestimmt jemand zum Überrunden. Das ist auf keinen Fall Vettel. Oh, Vettel nur noch Zweiter. Zwölf Sekunden, der war bestimmt beim Boxenstopp. Dann war der auf den weicheren Reifen und verliert jetzt die härteren. Massa und seine Kumpanen kommen uns näher. Oh oh, nicht abkürzen, da ist jemand beim Rauskommen. Ein Ketterhem. Der kann uns ja mal die Verfolger etwas aufhalten, obwohl er lässt die ganz gut vorbei. Weil blaue Flaggen eben. Oh oh oh, wenn die jetzt reinkommen. Also wir kommen ja gleich rein. Aber vielleicht könnt ihr die freie Fahrt besser nutzen. Das ist die Frage. Hoi, 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 hoi. Dritter Platz wäre aktuell sensationell für uns. Ich bleibe dabei. Runde 27 kommen wir rein. Nochmal die härteren Reifen. Und dann geben wir einfach mal richtig Power. Und hoffentlich bleiben wir dabei auf der Strecke. Ja, Massa bekommt wieder von hinten zu tun. Eine kleinere Lücke zwischen uns. Die Reifen sind noch halbwegs frisch, deswegen kann ich mal wieder etwas mehr rausholen. Massa fährt rein, okay. Der fährt auf jeden Fall nochmal auf den härteren, oder? Hamilton hinter uns. Oh! Hamilton, leichten Schaden an der Nase. Volle Drehzahl, jetzt will es Hamilton richtig wissen und dann eben vielleicht an uns vorbei. Ich hoffe, beim Boxenstopp geht alles klar und wir machen wieder die 3,7 Sekunden. Da vorne sieht man zum Überrunden ein Ketter, wie es wieder ausschaut. Noch haben wir einen ganz guten Vorsprung auf Hamilton. Den können wir hier wieder verbaseln. Wir sind bereit. Komm jetzt an die Box. Oh Mann, wir haben jetzt richtig zu pushen. Masse gerade am Knick. Am Kurvenknick. Oh, zu weit raus. Schnell rein hier. Wir werden nicht verfolgt von Hamilton. Okay, jetzt wird's spannend. Was macht er mit der einen Runde freie Fahrt? Ich gehe die Sicherheitsvariante, aber wird das vielleicht die falsche Entscheidung sein? Werden wir dadurch hinter Hamilton zurückfallen? Das kann natürlich sein, aber das wird sich gleich herausstellen. Oh, Mister, kommt jemand raus? Oh, ist, glaube ich, ein Maldonado. Massa ist hinter uns, schon mal gut. Ah, jetzt hält er uns vielleicht auf. Wir müssen jetzt richtig Gas geben. Hamilton hat freie Fahrt. Und gerade im Infield hält er uns jetzt auf. Mann, das darf nicht sein. Mal wieder Maldonado, aber der fährt ja auch nur sein Rennen. Oh Gott, wie langsam ist der denn hier? Wir haben uns mal kurz berührt. Aber immerhin sind wir vorbei. Fehlt ihm da so sehr der Grip an der Stelle? Gas geben, abkürzen. Nein, das war keine Abkürzung. Hamilton Sechster. Da vorne drin ist die Frage. Er kommt wieder raus. Das müsste Hamilton sein, oder? Hinter Massa jetzt. Hülkenberg ist weiter vor uns. Aber können die jetzt durchfahren? Das wäre natürlich fatal. Die beiden Force India vor uns. Das kann ich mir aber ganz gut vorstellen, dass die einen Stop gespart haben und 10 Sekunden Vorsprung.
Also wenn, dann bleiben die vorne und Massa klebt uns am Heck. Aber wir haben noch unsere Sicherheitsreserve. Ja, irgendjemand haben die jetzt was montiert. Irgendwas Weiches. Wem? Keine Ahnung. Habe ich mal wieder drüber gequatscht. Wir kommen näher an Hülkenberg. Klar, der hat die älteren Reifen. Wir liegen vor Massa und dahinter ist auch jemand, der kommt langsam Massa näher. Nein, Massa, da geht's nicht. Brauchst du gar nicht versuchen. Da kommt wieder jemand raus. Wer ist das denn? Letzten 7 Runden könnten nochmal spannend werden, vor allen Dingen eben nach hinten. Ein Ferrari folgt Massa. Und welche Reifen hat Massa? Ich konnte es noch nicht sehen. Ich habe zu spät in den Rückspiegel geschaut. Na, hier geblieben. Massa hat wieder einen kleinen Vorsprung. Mann, das wird ein Finale. Die Force India bleiben, glaube ich, vor uns. Die Reifenflüsterer. Massa ist zu weit weg von dem Angriff. Ja, wenn die jetzt nochmal reinkommen würden, das wäre wirklich fatal. Fatal, das wäre auch verkalkuliert. Denn so spät holt man mit frischen Reifen einfach keinen Zeitgewinn heraus. 5 Fahrzeuge hinter uns, oder? Ich sollte nicht zu sehr auf die Karte schauen, am Ende rassel ich dem hier vor uns rein. DRS jetzt noch bekommen. Der macht schon mal Platz. Nein, den Flügel darf ich nicht öffnen. Aber selbst ein 5. Platz wäre super. Rosberg nochmal die schnellste Rennrunde. Da macht jemand fein Platz, aber kein DRS für uns. Aber eine neue persönlich schnellste Rennrunde. Massa folgt uns weiterhin. 9,9 Sekunden Rückstand auf Hülkenberg. Das wird nichts mehr. Die werden wohl vor uns landen. DRS wird das auch nicht, aber ich hoffe, der macht da vorne noch Platz vor dem Infield. Aber das sieht gerade schlecht aus. Mist. Ist der jetzt wieder so langsam hier, unser Vordermann? Nö, nicht so langsam wie vorhin Maldonado. Jetzt macht er Platz, er bekommt gelbe Flaggen und ist von der Ideallinie gefahren. So früh schon. Aber jetzt macht er Platz, das ist gut. Massa weiter hinter uns, Mann. Aber er ist nicht in Angriffsposition. Massa bekommt hinten mit einem Ferrari zu tun. Womöglich Alonso, oder? Alle noch im Rennen, alle 22. Etwas mehr als 3,5 Runden haben wir noch zu fahren.
Na, die Kurve ist hier die schwierigste Stelle auf dem ganzen Kurs. Oh, Massa, jetzt zwei Leute im Heck. Zwei Leute. Na, die Kurve war nix. Jetzt haben wir gleich drei Wagen hinter uns. Super. Und Massa kann angreifen. Links ist zu eng, Massa, das wird nix. Oh, der Randstein hat uns richtig einen mitgegeben. Aber unser Vorsprung ist groß genug, als dass wir hier überholt werden könnten. Massa und dann Hamilton, so wie es ausschaut. Das war wieder eine graue Maus im Rückspiegel. Das sind immer spannende letzte Runden. Zwei Runden. Können wir den fünften Platz halten? Was macht Massa? Kann er den sechsten halten oder kommt Hamilton nochmal vorbei? Wie schauen die Reifen aus? Wunderbar. Zwei Runden nur noch und zwei Runden haben wir im Tank über. Hülkenberg weiter auf Platz 4. Das wird wieder ein hervorragendes Ergebnis für Force India. Aber wir haben uns erst einmal um unser Ergebnis zu kümmern. Anderthalb Runden sind es knapp noch. Oh. Na, aber Massa hat auch gerade zurückstecken müssen. Ein Glück für uns. Na, der Randstein hat wieder richtig verzogen. Massa ist dran, Massa ist dran. Mit DRS, aber das geht noch nicht auf dieser Geraden. Das geht noch nicht. Und jetzt lässt er wieder abreißen. Hamilton und dann die beiden Ferraris. Wer ist vorne? Keine Ahnung. Und der erste müsste gleich über die Linie. Ja, genau, Vettel. Vettel hat gewonnen. Und ich bin nochmal in den siebten Gang gekommen. Aber hätte ich gar nicht hinschalten müssen. So, Sicherheit. Nicht, dass unser Heck hier nochmal ausreißen möchte. Massa hat Rückstand auf uns und Massa ist immer noch Sechster. Force India fährt ein hervorragendes Ergebnis ein und wir auch. Aber Force India eben noch höher einzustufen. Das Rennen war lang, aber auch besonders interessant im ersten Drittel und wir holen uns den fünften Platz. Ja, die ersten Punkte. Und Massa wird Sechster, dahinter Hamilton und dann Alonso oder Räikkönen, das ist die Frage. Jetzt darf uns Massa endlich überholen, denkt er sich. Huh. Oh ja, oh ja, oh ja. Im Grunde sind es unter den ersten fünf vier Deutsche. Aber wir haben ja Valtteri Bottas. Was? Wir haben eine Runde Rückstand? Hä? Seht das mal. Bei Zeit, da steht immer der Rückstand. Wir haben minus eine Runde. Und Massa liegt 43 Sekunden hinter dem Führenden. Also da stimmt irgendwas nicht, aber das sei uns einfach mal egal. Also Vettel gewinnt vor Rosberg. Perez einen hervorragenden dritten Platz und dann auch noch Hülkenberg. Mann,
Das hätte man so nicht erwarten können. Die haben, glaube ich, einen Boxenstopp weniger eingelegt. Auf jeden Fall Gratulation an Force India. Das war ja wirklich hervorragend. Dann eben wir, Bottas, Massa, Hamilton, Alonso, Räikkönen. Dann kam auch noch Button an. Dann Grosjean und Maldonado. Ich habe es ja gesagt, die sind hier echt nicht schlecht, aber diesmal haben sie es nicht in die Punkte geschafft. Und wir haben 10 Punkte inne. Also jetzt nur noch 2 Punkte, nein, 4 Punkte Rückstand auf Massa. Das schon mal vorweg. Magnussen Platz 13. Dann Danny Ricciardo, ganz schön weit hinten, der musste sehr früh an die Box. Was war da los? Werde ich mir vielleicht nochmal in der Wiederholung anschauen, vielleicht sehe ich da ja was. Kwiat, Gutierrez, Sutil, Jean-Rec Vergne, Chilton, Kobayashi, Bianchi, Ericsson, keiner ist ausgeschieden. Schnellste Rennrunde, 11-0, F2, Massa. Wir hatten F0, er F2. Hamilton, ja, das war wirklich ein Rennen zum Vergessen für ihn, aber dadurch kommt einfach Rosberg näher ran. Schauen wir nochmal. Ja, 2 Stops nur. Perez und Hülkenberg, das hätten wir niemals geschafft. Auch Grosjean nur mit 2 Stops. Maldonado musste 3 einlegen. Und wie viel musste denn Ricciardo einlegen? Er war 3-mal an der Box. Eigentlich normal. Wäre der vielleicht mit 2 durchgekommen? Oh, na, wer weiß. Kann man jetzt einfach nicht mehr sagen. Der Blick auf die Punkte. Lewis Hamilton führt vor Nico Rosberg mit nur noch 4 Zählern. Sebastian Vettel ist auch sehr nah rangekommen. Perez und Hülkenberg knapp hinter Alonso. Mann, die fahren ja bisher eine hervorragende Saison. Magnussen auf Platz 7, Danny Ricciardo und dann eben Massa. Und dahinter kommen wir endlich. Unsere ersten Punkte nur noch, wie gesagt, 4 Punkte hinter Massa. Räikkönen punktgleich mit uns. Jenson Button hat 5 Zähler. Wie schaut es danach aus? Grosjean eben mit 2 und dahinter, ja, eher etwas uninteressant für uns stand jetzt. Und wir schauen nochmal auf die Teamwertung. Mercedes klar noch vor Red Bull. Oh, Force India, 1 Punkt hinter Red Bull. Ferrari etwas weiter hinten, 16 Punkte. Dann jagen wir aktuell McLaren, Mercedes und Lotus liegt 22 Punkte hinter uns. Aller guten Dinge sind mal wieder 3. Im dritten Rennen haben wir endlich unsere ersten Punkte geholt. Und das war doch wirklich ein sehr unterhaltsames Rennen, oder? Könnt ihr das abstreiten? Ja oder nein? Das ist die Frage an euch. Also das war wirklich toll. Spielberg ist auch wirklich eine hervorragende Strecke. Freut mich, super, was für ein Ergebnis. Zwar ärgerlich, dass Force India vor uns gelandet ist, aber mit einem Stop weniger haben sie wirklich eine gute Leistung abgeliefert. Das nächste Mal wird es dann in Silverstone heiß hergehen, ist die Frage, wie wir da zurechtkommen. Schnelle Kurven, das kommt dem Williams vielleicht nicht ganz so entgegen, aber jetzt haben wir erst einmal die ersten Punkte im Sack. Wir sehen uns einfach wieder, wie gesagt, in England und bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.